Wir stehen hier auf der Kläranlage der Gemeinde Ronneburg, circa eine halbe Stunde östlich von Frankfurt am Main in der Nähe von Hanau. Die Kläranlage ist ausgebaut für 8500 EW. Die Schlammentwässerungsanlage ist ausgelegt für einen Durchsatz von 20 Kilogramm TS pro Stunde. Hier sieht man den Container mit darin enthaltener Schneckenpresse. Der Container ist komplett isoliert mit 100 mm Dämmung und somit voll winterfest. Wir haben hier einen Spiralförderer geliefert, komplett aus Edelstahl, der eine Besonderheit aufweist. Er ist von Hand schwenkbar. Und hier ein Blick in unseren Entwässerungscontainer. In der Mitte unsere Volutpresse. Man sieht, dass die eigentliche Schneckenpresse relativ klein ist und genügend Platz bleibt, um außenrum zu gehen. Wie man erkennen kann, haben wir zwei Presszylinder in einem Pressengehäuse. Das hat einen großen Vorteil. Man kann zum Beispiel im Wartungsfall einen Zylinder komplett stilllegen und hat immer noch eine Redundanz. Hier der Zulaufbehälter, dahinter der Glockungstank mit Rührwerk. Man sieht gleich einen großen Vorteil, man kann bei diesem System die Glockung sehr leicht beobachten und der Bediener kann direkt eingreifen. Der geblockte Schlamm, der über diese Schläuche in den Presszylinder gelangt, wird durch die darin befindliche Schnecke nach vorne befördert zum Austrag und fällt dann in entwässerter Form hier in diesen Spiralförderer. Hier sieht man unseren Presszylinder, der im Gegensatz zu den herkömmlichen Systemen aus einer Reihe von losen und festen Ringen besteht. Durch die Spalte tritt das Wasser heraus. Durch diese spezielle Konstruktion wird eine Verstopfung verhindert. Das heißt, wir können auf aufwendige Spülsysteme bei diesem System verzichten. Hier ein Blick auf unsere Endscheibe. Ich habe den Deckel hier schon mal gelöst. Man sieht das vielleicht, wir haben hier eine einfache Scheibe. Die Besonderheit hier sind die Teile, die man nicht sieht. Wir haben keinen beweglichen Konus, keine Stellzylinder, wir benötigen keine Luftaufbereitung, keinen Drucksensor etc. Hier sehen wir unsere Polymeraufbereitungsanlage. Das Rohpolymer wird in diesem Fall aus dem Kanister über eine Schlauchpumpe in den Mischbehälter gefördert. Von der anderen Seite kommt Treibwasser dazu. Ein schnell laufender Rührer vermischt beide Mädchen. Über das Treibwasser gelangt das aufbereitete Polymer in den Flockungstank.